History is my destiny. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Metaplay, meinem neuen Zweitkanal und ja, mein erstes 3DS-Video. Heute zeige ich euch einen weiteren Glitch in Luigi's Mansion 2, oder auch Dark Moon in Amerika genannt. Wir schauen uns heute die Mission E3 an, wo ist mein Zug? Im Trugschloss. Und dieser Glitch ist sehr interessant, deswegen habe ich ihn gewählt, weil ist einer der interessantesten Glitche, die ich bis jetzt selbst entdeckt habe. So, dazu startet ihr erstmal die Mission. Ich würde empfehlen, das Ganze zu überspringen und auch nicht die Mission zu machen, wenn ihr sie schon... Also wenn ihr sie zum ersten Mal spielt, gerade die Mission am Spielen seid, würde ich nicht empfehlen, sie dann jetzt zu machen, weil ihr dann die Mission neu starten müsstet, wenn ihr den Glitch ausprobiert. Also am besten die Mission machen zum zweiten Mal. So, also erstmal lauft ihr hier lang, wo ich jetzt auch herlaufe, damit ihr euch da nicht verläuft, zeige ich euch das Ganze mal, so wie ich das gemacht habe. Ihr müsst dann zum Innenhof, da die Treppe aktivieren. Das mache ich dann ganz schnell mal. Übrigens, ich rede gerade hier mit meinem schicken Mikrofon über das Video, weil ich das angenehmer finde. Ja, überspringen wir eben mal kurz hier Igitt. Jetzt habe ich zu oft stark gedrückt, jetzt ist nämlich kurz der Menübildschirm aufgegangen. Ja. Ihr müsst dann hier die Treppe drehen und zwar zum rechten Balkon. Das heißt, einmal komplett um 180 Grad drehen. Genau hierhin. Ja, und dann geht ihr einfach die Treppe hoch. Und wo es dann hingeht, sage ich euch dann danach. Oder auch jetzt. Denn wir sind nämlich schon in diesem Raum. Am besten, oder ihr müsst dann hier in den Raum gehen, zu der Schiffsausstellung oder Seefahrtsausstellung. Genau. Hier in diesem Raum müsst ihr den Qualm erstmal wegmachen, indem ihr die Luke schließt und den Qualm dann danach einsaugt. Dann müsst ihr erstmal den Raum von Geistern befreien. Das mache ich hier auch sehr souverän und sehr cool, muss ich sagen. Das habe ich irgendwie sehr gut hingekriegt. Jetzt kommen auch die zwei grünen Geister. Die habe ich aber auch gleich in einem Schlag weggeklickt, was ich sehr lustig fand. Das dauert nur kurz ein bisschen. Den roten habe ich nicht so gut hingekriegt, aber jetzt die beiden hier und zack. Bam. So einfach geht das dann. So. Der Raum ist dann frei. Dann aktiviert ihr das Portal, dreht dieses Teil hier, mir ist gerade der Name entfallen, nach Norden, dann dreht sich die Wand um und dann geht es auch schon zu Schritt 2 über, denke ich mal. Und zwar geht ihr in den Raum davor. Ja, in den Raum. In das Arbeitszimmer. Klaut euch hier eine Ballonbeere von der Wand und nehmt sie in den Hauptraum, in die Lobby mit. Hier angekommen, geht ihr dann in die Wüstenausstellung hinein, mit Hilfe des Portals an der Wand. Dieses hier. Und hier geht auch schon alles richtig los. Ihr nehmt euren Ballon, fliegt damit bis ganz nach oben, bis hin zur Truhe, die ihr hier seht, und probiert euch nun mit der Hilfe des Ballons hinter die Truhe zu befördern. Das mache ich hier auch einmal vor. Es hat eine Weile gedauert, aber eigentlich geht das ganz schnell. Ihr müsst den Ballon halt nur auf einer bestimmten Größe halten, damit ihr da reinpasst. Jetzt bin ich hinter der Truhe und dann fängt ihr an, den Ballon aufzublasen. Und dann solltet ihr mit Hilfe des Ballons hinter die Wand geglitscht werden. Es hat eine Weile bei mir gedauert, aber es hat irgendwann auch geklappt. Und gleich bin ich dahinter. Zack, jetzt bin ich hinter der Wand. Und dann könnt ihr hinter der Wand frei rumfliegen. Und das ist auch schon der Glitch im Großen und Ganzen. Ihr könnt dann hier den Raum frei erkunden, auch mal hinter den Kulissen schauen. Hier seht ihr zum Beispiel die Textur von dem Sand. Also ist hier eine Area, eine Umgebung, in der man eigentlich nicht da sein sollte. Das haben die Entwickler vergessen rauszumachen oder sie haben halt nicht richtig aufgepasst und haben das so programmiert, dass man hier hinter glitschen kann. Und ja, das Ganze fand ich sehr interessant, weil ich habe auch noch in der Aufnahme des Videos, ich habe das Video schon mal übrigens vorher probiert aufzunehmen, mitsprechen dabei, aber das war ein bisschen scheiße und ich habe auch verkackt beim Spielen. Ich habe das privat auch nochmal probiert, also ich habe das ja probiert, bevor ich es überhaupt aufgenommen habe. Und da habe ich das hier, was ihr gleich sehen werdet, nicht entdeckt. Und zwar hier diese Wand. Wenn ihr da probiert, ein bisschen herumzufliegen, nach vorne, nach hinten, werdet ihr bemerken, dass hier auf der Karte unten die Etagen wechselt. Und gleich werdet ihr sehen auch, dass ich hier mit der Kamera mich bewege und dann seht ihr auch die Eingangstür zu diesem Raum. Und zwar links, hier. Das ist die Eingangstür. Ich finde das sehr interessant, dass man sehen kann, wie die Level aufgebaut sind außerhalb. Und wenn ich jetzt hier rumfliege, dann habe ich irgendwas geschafft. Und zwar hat die Kamera kurz ganz weit rausgezoomt. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Das werdet ihr gleich auch noch sehen. Das habe ich nur ganz kurz geschafft und dann nachher auch nochmal
wo ich das nochmal probiert habe, nicht mehr genauso hingekriegt. Werdet ihr gleich sehen. Dauert ein bisschen. War sehr interessant, wie ich finde. Da! Und jetzt gehe ich wieder ran. Ziemlich schade, dass ich das nicht nochmal hingekriegt habe, aber auf jeden Fall. Ja, dieser ganze Glitch nennt sich Out of Boundaries. Oder auch abgekürzt Out of Bounds. Das bedeutet, man ist außerhalb der eigentlichen Umgebung. Und das gibt's bei mehreren Spielen als Glitches. Und hier Luigi's Mansion 2. Oder Luigi's Mansion, Entschuldigung. Luigi's Mansion 2. Ist das Ganze auch schon sehr ausgiebig hier ausgebaut, sodass man das auch machen kann. Und es gibt, glaube ich, auch mehrere Möglichkeiten, das in anderen Leveln noch zu machen, aber die sind relativ schwierig. Diese Methode ist die einfachste in diesem Level. Und leider funktioniert auch nur diese Methode hier in diesem einen Raum. Also man kann ja dann nicht in die Räume von anderen Etagen reinfliegen. Es geht alle nur in dieser Raum. Gut. Das war also das kleine Glitch-Video, was ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, die Qualität ist in Ordnung. Ich glaube, das geht ganz gut. Ich werde nochmal einen kleinen Filter an Sony Vegas draufklatschen. Aber das werdet ihr wahrscheinlich eh nicht mitkriegen, weil das Video dann schon hochgeladen ist. Ja. Dann würde ich sagen, war das mein kleines, oder sagen wir mal, das zweite Glitch-Video von Luigi's Mansion. Und ich verabschiede mich hiermit und sage ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Metaplay hier auf diesem Kanal. Haut rein. Und erwartet noch viele allerlei andere Nintendo 3DS-Videos. Ciao!